Jetzt kommt Video Nummer 4, also das sagt einem, erklärt einem ja auch keiner, für den Self-Test müsste das wohl irgendwie abstöpseln alles. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das mit Calibration auf sich hat. Man kann das, die Channels kann man irgendwie kalibrieren, das steht hier ja drin. Da gibt es unterhalb von Self-Test gibt es Calibration Channel 1, Channel 2. Was es damit auf sich hat, kann ich euch auch nicht erklären. Da kommt nichts. Dachte mir, sah nicht, also nicht, dass ich jetzt wissen muss, wo ich jetzt an welchem Channel die Batterie geladen habe. Ne? Dass ich dann immer den Akku am gleichen Channel lade. Das kann ich mir nicht merken. Ne? Also ich gehe jetzt mal schon davon aus, dass das irgendwie auf beiden Ports läuft. Ne? Gut, also den Self-Test alles mal abstöpseln. Self-Test. Test passt, ne, das ist schon mal wenigstens gutes Zeichen. Das ist, man muss ja irgendwo eruieren, ne? Wo liegt es denn nun? Wo ist der Troublemaker? Also das ist schlecht erklärt hier. Self-Test ist schlecht erklärt, weil ich weiß ja nicht, wenn da eine Fehlermeldung kommt, weil da was dran steckt, dachte ich mir, gut, jetzt. Der wird es ja den Connection, den Akku wahrscheinlich auch checken, der da dran ist oder nicht oder wie auch immer. Also müsste es abstecken. Ein Fehlercode 211 sagt mir halt nichts. Aber so sind Entwickler halt. Sollen sie halt draufschreiben: Disconnect batteries before self-test oder nicht sowas. Ist das so schwierig? Ne, das ist so der Design Engineer. Das ist auch für User Interface Design, sonst funktioniert das nicht. Gut, also wir stecken jetzt hier den das nicht, ne? was es damit auf sich hat hier, Calibration Channel 1, jetzt hängt hier was auf Channel 1, was soll da was passieren oder versteht das irgendjemand, das Konzept, ne, nicht so richtig, ne? Also wenn ich jetzt den Self-Test mache und was dranhängt, gut. Battery present, Fehler 211, und dann schreibt da einfach Disconnect Battery before Self-Test oder irgendwie sowas, ne? Kapiert doch jeder, also wenigstens Englisch gut schreiben. Kann doch nicht so schwierig sein.
So, Old Test Pass, das ist jetzt, war jetzt der Beweis, dass man alles abstecken muss, damit da nicht ein Fehlercode 211 kommt, Battery Present. Gut, das heißt dann im Endeffekt Disconnect Everything, was Channel 1, Channel 2, Calibration heißt, also weiß ich jetzt nicht, kann ich euch nicht sagen. Battery Settings dürfte jetzt eigentlich gar nicht angezeigt werden, weil da hängt ja nichts dran, ne? Gut, wie auch immer. Also das war jetzt nur noch mal, um zu eruieren, ob das jetzt irgendwie am Ladegerät liegt, was jetzt dieser Akku, neue Akku mit dem, der noch wirklich sehr recht geradlinig eckig aussieht, ohne Rundungen, weil er schon zu oft heiß geworden ist. Der zeigt mir, wie gesagt, zeigt mir die iX12-Anlage keinen Akkustand mehr an, wenn ich den jetzt in den Helikopter einbaue. Und das ist echt doof, weil ich, das war jetzt das Konzept. Ich wollte eigentlich nur noch G2 Akkus haben. Irgendwann, wie gesagt, sind die, blasen die auf, die Akkus, dann werden die nicht mehr quadratisch rechteckig, sondern blasen dann schon stark auf. Da ist man sich dann etwas unsicher. Und wenn manchmal das Gerät dann auch nicht mehr automatisch anfängt zu laden, dann glaube ich, ist das wahrscheinlich, sagt einem wahrscheinlich auch keiner, so der erste Hinweis, mit Vorsicht zu fliegen. Also, dass man mit was Gekauftem, was dann irgendwann bei Akkutechnik ist es so, hält nicht ewig. Darüber sprechen Hersteller sehr ungern, ne? Weil der Mensch mag nur das eigentlich, was sich gut verkaufen lässt und wo man gut für Werbung machen kann, aber jeder weiß, dass es nicht ewig hält und darüber spricht man aber nicht gerne, wie das dann eigentlich aussieht, wenn es dann nicht mehr funktioniert. Aber das scheint so, aber das war jetzt eigentlich mein Konzept, ne? Ich wollte jetzt hier zwei G2 Akkus haben, eigentlich drei, weil mit drei komme ich richtig gut hin, wenn ich die recycle. Drei Akkus sind eigentlich perfekt, ne? Das ist so ein guter Zyklus. Akku fliegen. Einer hängt am Ladegerät und der dritte, der kann erstmal abkühlen. Das ist so, deswegen sind es drei Stufen. Einer lädt, nee, einer ist gerade im Fluge, einer ist im Flug, einer lädt und einer kühlt ab. Das war so mein Konzept. Habe ich auch gemerkt, dass ich mit drei Akkus gut hinkomme. Mehr Akkus würde jetzt nicht Sinn machen. Ich habe mich, wie gesagt, auf drei Akkus eingeschossen, eingeflogen. Den vierten habe ich mir jetzt gekauft, weil der jetzt wirklich schon langsam anfängt, ein bisschen Trouble zu machen hier. Und wie gesagt, das erklärt einem ja keiner, wie das dann funktioniert oder wie das dann aussieht, wenn da zu viele Akkuzyklen, Ladezyklen schon drauf sind. Darüber spricht man nicht gerne in der Salesmaker Industry Business. Deswegen wollte ich drei G2 Akkus, das war jetzt eigentlich das Prozedere. Ein Akku ist eingebaut im Flug, ist im Helikopter zum Fliegen. Einer hängt am Ladegerät und einer hat Zeit abzukühlen, ne? Dann hat man so einen guten Zyklus aus drei Akkus, mehr braucht man nicht, ist ja auch eine Geldfrage. Also man braucht sich nicht sinnlos viele Akkus kaufen. Man muss so das Optimum finden, damit man ein angenehmes, durchgehendes Flugerlebnis hat. Und mit drei Akkus, das ist schon, macht schon, das macht dann schon Spaß, ne?
Da muss man auch nicht irgendwie nach 40 Minuten lang warten oder so, bis der eine abkühlt oder der andere geladen ist. Oder so ist das ein Drei-Akku-Konzept. Einer im Flug, einer hängt am Ladegerät, einer ist zum Abkühlen. Und wenn man dann vom Flug zurückkommt, der lädt noch, den abgekühlten kann man dranhängen, dann hängen praktisch zwei meistens hier dran. Und einer ist immer im Flug. Das ist dann so, die Flugzeit ist dann dafür da, dass der vorhergehende Benutzte sich abkühlen kann, eine Viertelstunde lang. Und das reicht eigentlich, wenn man es auf so eine kalte, große Stahlplatte, Eisenplatte legt. Wenn man die Seiten wechselt, dann kühlt es relativ schnell ab, so mache ich das immer. Das ist eine gute Abkühlung, weiß man ja aus der Schule, dass sich das gut, großer Körper, Stahlkörper oder Eisenkörper, ist ein guter Kühlkörper, wenn man da so ein bisschen mal das durchwechselt, dann kühlt es schon schön schnell ab. Plastikfussel. Eisenspäne sollten da natürlich nicht rein, ne? Nicht so gut. Aber das war jetzt so mein Konzept. Hat jetzt funktioniert jetzt aber nicht mehr, weil der Akku jetzt nicht mehr an der AX12-Anlage erkannt wird. Jetzt wollte ich das nur eruieren. Liegt es am Ladegerät? Liegt es am Akku? Warum geht es bei dem nicht? Muss ich die Channels wechseln, alles mal durchprobieren, durchtesten, bis man dann Smart Checker hat, der irgendwelche Probleme. Also das Laden funktioniert mit beiden Akkus ohne Probleme. Smart Checker dranhängen geht auch ohne Probleme. AX12-Anlage checkt es aber nicht mehr bei dem Akku hier. Aus welchen Gründen auch immer, kann ich euch nicht sagen. Das war jetzt nur noch mal das Thema, um zu eruieren, okay, der Self-Test, beide abstecken, um mal zu checken, ob das Ladegerät okay ist. Das war es eigentlich schon, ne? Ich versuche nur ein paar kleine Tipps zu geben den Leuten, damit die ein bisschen schneller zu diesem Freude am Fliegen-Erlebnis kommen, ne? Mehr geht es eigentlich nicht.